Wir sind wieder hier. Ja, in unserem Revier. Waren lange Zeit weg. Ihr habt uns nicht. Ich kann vermisst. Den Text weiter ich auch nicht. Das ist Marius Müller-Westernhagen. Da was weißt du nicht? Ich glaube, es ist Marius Müller-Westernhagen. Was ich aber weiß, ist, dass ihr wieder bei Hades eingeschaltet habt. Eine gute Wahl. Mir wurde gerade bewusst, wir sehen ja noch im Cold Opener. Und Cold Opener lebt ja davon, dass man ihn nicht 8 Minuten macht. Ach, na ja. Hast du dich im goldenen Buch der medialen Präsenzgestaltung gelesen? 21 Sekunden Maximum. Ja, ja, das habe ich früher bei Giga gekriegt, das Buch. Fibel, ne? Sehr viele Regeln. Ja, ja. Sehr viele Regeln für gutes Entertainment. Absolut. Das war damals auch ein Grund zu sagen, pass mal auf, du kriegst bei uns nicht viel Geld. Aber, ja, aber. Was du ja an Lektionen mitbekommst. Ja. Kriegst nicht viel Geld, aber dafür viel Arbeit. Ja, das waren aber viele Möglichkeiten. Guter Kompromiss damals. Ja. Gut, wir sind im guten Kompromiss, nämlich wieder im ich bin dran, ne? Du bist dran. Ich verspreche auch, mir kein Essen zu bestellen. Ja, ja, wir haben es natürlich vernommen, euer Feedback. Naja, ja, aber es ist ja auch, ich habe gedacht, es ist so ein bisschen eine kultige Maßnahme und ich habe ehrlich gedacht, dass du auch mit isst und dann wäre das nicht so, einer isst, der andere arbeitet. Sondern dann wäre das so, beide essen, keiner arbeitet. So war eigentlich der Plan. Jetzt habe ich aber, also ich habe nichts gegessen und du hast für uns beide kaputt gehauen. Genau. Okay. Oh, ich sehe gerade, das ist ja noch von deinem Run da unten rechts. Ja, du kannst, das heißt, du kannst noch Geschenk investieren. Ich habe ein Geschenk. Genau. Und du hast wollen wir mal gucken, wo war denn das nochmal, das Menü hier? LB. Wem wir noch nichts hier. Ja. Also, genau, das sind sie. Hades Nix hatten wir gegeben. Das sind ja wir. Garon 2, Hypnos 1. Geiler. Das fände ich auch interessant. Ne? Megara. Ja, die Mac, die Zwischenbossin. Die haben wir noch nicht. Alecto? Alecto. Wollen wir nicht mal Mac was geben? Können wir eigentlich machen. Die haben wir schon so häufig jetzt aufs Maul gegeben. Aber willst du nicht erst die Dialoge die anhören? Wir müssen es ja vorantreiben. Auch das schaltet ja Dinge frei. Klar, die Dialoge, richtig. Richtig und wichtig. I guess so. Keep at it, lad. I've known great men throughout my life, and I can always tell when someone's better than their circumstances. Das kenne ich. Das fühle ich mich auch immer. Though doubtless many of the shades who stand against me first arrived in Tartarus because of you. Why? Er schimpft eh wieder mit uns. Believe my eyes. Is that you, boy? Cerberus, look who it is. He's back. Cerberus looks mournfully toward the prince. No need to drag the dog into this, father. Anything you say to me, you say in front of Cerberus. You might even learn a thing or two from him of listening and of obedience. Von ihm können wir echt beide noch was lernen als Väter. Der ist konsequent. You look a little down. And I was just wondering, would you put... Oh, endlich! Na, was willst du hören? Argonauten. How about Argonauts? Didn't you sail with them? Oh, fancy that one, do you? Alas, I've not the heart to sing it anymore. I'm... Die, also reingetrickst von ihm, ne? Go away. Ist sie das? Ja, das ist sie. Ey, die kannst du mit... Aber... Hey, Meg. Look, I know you're just doing your job out there, and anyway, found this, thought of you and all that, so here. I'll see to it this contraband is put away at once. Now, take your finder's fee and go about your business. Lass mich jetzt mal anschwärzen, ne? Aber wir haben den Schädel gekriegt. Da bin ich mal gespannt, was der wohl gleich macht. Du könntest natürlich nochmal in Schlüssel was verkaufen. Wir haben noch, oder haben wir diese Waffe, die 8-Schlüsselwaffe? Die haben wir noch nicht. Darauf nee, aber du könntest jetzt ein paar Kristalle verkaufen vielleicht. Obwohl nur 10, für 10 gibt's einen, ne? Oder was war der Kurs? Good? 3 Schlüssel könnte ich kaufen, dann hätten wir 6. Lass das machen, wenn es eh dann... Genau, wenn du, genau. So, kann man so die Investition noch ein bisschen vor sich her schieben, ne? Nix must be someplace else. Vielleicht ist sie in deinen Träumen. Ja, auf jeden Fall. So, hier können wir auf jeden Fall schön ausgeben. Ja, 57. Was haben wir denn hier? Du fügst bei Angriff und Spezialität Bonusschaden zu, wenn du unverletzte Gegner... Was haben wir denn da? Da haben wir Schattengestalt. Ja, hinterrücks oder unverletzt. Ja.
haben wir jetzt hier schon reingebuttert, das würde ich so lassen. Was war das? Du erlangst einen Teil deiner Herz zurück, wenn du Dings sammelst. Das ist schon mal nicht so scheiße. Das hast du ja gerade aktiv. Was ist denn auf der anderen Seite des Spiegels da? Du erlangst einen kleinen Teil. Mal verlässt. Plus ein. Ja. Also da kriegen wir 3 pro Kammer immer automatisch drauf. Und das andere war. Ist auch schon gemein. Ja, das war. 30% von den lila Klunkern. Können wir mal ausprobieren, wie viel das ausmacht. Ich versuche mal mitzuschreiben, Nord. Ja. Aber dass wir so ein Gefühl dafür bekommen. Todesverachtung. Haben wir gesagt, bleiben wir, glaube ich, bei. Ja, ich kann nur dicke Haut kann ich noch verbessern. Plus 5 je rankommen. Oder? Ja, was passiert denn, wenn du jetzt weitere 20 Schlüssel hier investieren würdest? Kommt dann weitere Skills? Neue Skills. Neue Skills, ja, ja, ne? Neue okay. Skills. Also dann auch aber reizvoll. Auch Vorder- und Rückseite. Also ja. Ja gut, aber das ist schon klingt nach Midgame für mich so. 20 ja, Schlüssel. 20 Schlüssel musst du erstmal. Wer hat schon 20 Schlüssel? Ja, absolut. Ich habe nicht mehr so viele Türen. Obwohl, stimmt nicht. In meinem Palast. 20 Türen zu deinem Herzen hast du. Oh. Nein, wir sind alle geschlossen. Gut verteilt. Alle geschlossen. Hier, da ist übrigens die Waffe mit den 8 Schlüsseln. Was ist das, so ein Schusswumme, ne? Ja, so ein Raketenwerfer, glaube ich. Sogar. Oh. Ganz nice. So gut. Ja, ich bin gespannt, was du jetzt nimmst. Du hast gerade diesen Fäustling da. Ich nehme auch die Boxhandschuhe. Ja. Den habe ich auch noch nicht geschossen. Was ist von hier? Ah, hier. Du fügst 20% Schaden zu bei 35%. Ja, das ist wieder so ein auf der letzten Rille. Ich meine, du bist ja jemand, der gerne mit einem Herzen vor dem Auge des Todes noch einen tollkühnen Tanz vollführt, ne? Aber so 2 Fluchtversuche zu haben, ist halt auch nicht schlecht. Das glaube ich aber auch. Was war das noch? Oder nimmst du später, obwohl es ist alles auf. Einfach nur mehr Health. 25. Nicht schlecht ist. Ist alles gut. Vor allem, wenn der noch besser wird. Ne? Das ist auch ein Reiz, sie auszuprobieren. Ne? Dadurch, dass du sie nutzt, werden sie stärker. Ja. Und dann sollen sie natürlich hochleveln. Ja. Ah, hier ist nochmal unverletzte Gegner. Würde sich das wahrscheinlich stacken mit dem anderen. Das heißt, du machst dann als First Shot sozusagen, das könnte ein interessanter Build sein, wenn du dann das hochgelevelt hast und das andere auch, und du machst zum Beispiel 50% Schaden auf unverletzte Gegner und dann machst du halt jeden One-Shot sozusagen jeden Gegner. So stelle ich es mir vor. So. Ja, ich verstehe schon. 10% klingt nämlich total gammelig, aber mit dem Skill kann es vielleicht mehr werden. Klar, wenn du jetzt mit einem Schlag schon 30% wegnimmst, meinetwegen, wenn sich das denn so steigert. Kannst du mal ausprobieren. Nimm's doch mal bei den billigen mit, weil ehrlich gesagt, die Lebensfreude, die kannst du dir auch später noch holen. Ich kann ja erst nach dem Boss kommen. Hol dir doch bei den billigen, genau. Das einfach mal ein bisschen hier hochleveln, da wo so Standard-Mobs jetzt irgendwie auf dich warten. Das ist doch gut. Man muss auch mal. Ja. Muss auch mal Risiken eingehen. Ich wurde auch im Forum auf Rocket Beans TV, falls ihr noch nicht da seid, auch ein Ort, wo man sich schön austauschen kann über unsere Formate, im Guten wie im Schlechten, im Thread zu unserem Let's Play darauf hingewiesen, dass wohl das Schild, der Schild, um genau zu sein, dem sollte ich noch mal eine Chance geben. Das würde wohl vielleicht auch meiner Spielweise oder meinen Interessen, wäre schon ziemlich geil. Wie interpretieren die deine Spielweise? Das langsam sehr defensiv. Ja, du nimmst halt die kleinen Stumpfdinger, du bist halt jemand. Du hoffst, dass du bei so einer Massenschlägerei als letzter aus noch dem Pulk rausgehst. Und du hast alle drauf und einer kriegt, genau. Unter, wie bei den Römern, früher bei Asterix und Obelix, wo einer unter dem Haufen. Genau. Ich bin eher Asterix, du bist eher Obelix. So ein bisschen. Ich glaube, das trifft's auch geistig. So. Spezialität werden Kettenblitz sein. Wurf ist natürlich nicht schlecht. Du hast jetzt eine super krasse Nahkampfwaffe, ne? Das muss man fairerweise sagen. Wieso habe ich eine super krasse Nahkampfwaffe? Ja, du hast doch die Fäuste gerade. Die sind ja super nahkampfmäßig. Dass du dir vielleicht dadurch so ein bisschen jetzt. Wäre nur so eine Idee. Vielleicht ist ja auch Quatsch. Ihr werdet mich sicherlich eines Besseren oder stellt ihr. Ich gehe mal auf Wurf. Wir müssen ja auch mal ein bisschen hier ausprobieren. Ich ist jetzt noch nicht der ultra krasse Bild, wie man hier am ersten Gegner sieht. Dauert der schon recht lange. Da haben wir schon andere Erfahrungen gehabt. Aber. Ja. Und wir gucken, pass mal auf, unverletzt. Ich gucke jetzt mal auf die Zahl. Es gab ja einen Bonusschaden, wenn du unverletzt und von 17. hinten machst. Das war jetzt 17 statt 15. Ja, gut, 10% mehr.
Ja, das Sinn. Kommt dann ja hin. Oh, falsch. Auf ich hab, Runde 2. Ich hab zu Hause die Tasten anders. Da sprinte ich nämlich mit der mit dem Right-Button. Ja, stimmt, das hattest du mal. Ich erinnere mich. Ja, das lief schon smoother. Ja. Ja, aber du hast mit der Waffe ja auch erst noch nicht groß gewurschtelt. Ja, da, ach herrlich, so ist doch schön. Also was ich ja sehr mag immer ist reflektieren, ne? Also ja. Das ist ja, bin ich ja sehr großer Fan. Ja. Solche Projektile einfach, dass du einfach ballern kannst und alles fliegt irgendwie nicht ja. auf dich. Noch ist es ja nicht so weit, aber es kommt. Ich glaube, ich kann einfach auch gedrückt halten, ehrlich gesagt. Ja, Spurtangriff, glaube ich, war ja auch dieses schnelle X, XA drücken, ne? Beziehungsweise AX. 3er-Hiebsequenz. Das war gut. Wenn deine Spezialität Gegner tötet. Das könnte aber sehr nett sein, oder? Aber die Dreier-Hieb-Sequenz würde ich schon auch. Ja, wie du magst. Ja, da sind wir wieder. Obelix will zuhauen, Asterix versucht es eher. Er muss halt ab und zu mal aus dem Zauber tragen. Wo ist jetzt die Dreier-Sequenz? Das war sie. Oh. Was? Ja, aber er ist doch jetzt langsamer geworden. Ja, vielleicht war da mehr Schaden. Das ist okay, das weiß ich nicht. Aber es sieht jetzt anders aus, ja. Wird zu einer Dreier-Hieb-Sequenz. Okay. Also hast du jetzt nicht mehr dieses komplette super krasse Gemäsche oder das ist ein bisschen langsamer anscheinend, ne? Oder warst du jetzt eine krassere? Es ist halt härter. Ist doch gut. Hm. Hast du dir was anderes vorgestellt? Ich hätte das Heilen nehmen sollen. Du hast vollkommen recht. Ja, nee. Guck mal. Ja, guck mal, zweimal. Da ist doch hier schon Adios, Muchacho. Wir sehen uns auf Bombacho. Gibt's das? Nö. Aber könnte, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt so Adios, Muchacho, wir sehen uns auf Bombacho. Die Insel unserer Träume und der Liebe. Adios, Muchacho, komm du doch mal vorbei, wenn wir wieder Urlaub machen auf kleine Liebelei. Eieieiei. Warum du kein Schlagersänger geworden bist, das weißt auch nur du. Weil ich, du weißt es. Ich möchte damit reich werden, aber ich möchte mich nicht auf der Bühne dafür hingeben. Was ist das nochmal gewesen? Geld. Da gibt's Geld und da hebelt. Aber mit dem. Ja doch, du hast vollkommen. Das ist mir zu oft recht hier. Ja. Ja, gewöhn dich nicht dran. Nee, mach ich auch nicht, aber es ist auch sehr ungewohnt, muss ich sagen. Ja. Aber das ist schön, dass du dir mal ordentlich und richtig auf die Zwiebel geben kannst. Denk an deinen Wurf, den du auch noch hast. Der hat auch schon ein bisschen mit Schaden, ne? Dann kannst du dir so manchen lästigen Laufweg sparen. Dicken Lava-Bauch. Das ist mir zu langsam, der Boxhandschuh. Das ist nicht für meinen Style. Aber der macht aber guten Schaden. Das muss man schon sagen. So Shotgun-mäßig. Ja. What's for sale? Das ist echt die Frage, ob wir hier einfach mal sparen sollten. Weil du hast nicht viel Geld. Und das ist jetzt so. Ich glaube nicht. Willst du jetzt schnell eine knorpelige Billigfrikadelle? Hm. Oder willst du noch 2 Kilometer laufen? Kriegst du dann Rinderfilet? Ja, hast recht. Nicht die Wir würden beide die Frikadelle nehmen. Aber eine Frikadelle ist immer eine Option, aber es ist kein Steak. Ja, eben. Und ab und zu muss man auch mal sagen, sorry, so lange halte ich es noch durch. Ist natürlich scheiße, wenn dann die Filets gerade aus sind, ne? Oder der Laden ist geschlossen. Ich war letztens auf eine Hochzeit eingeladen. Mhm. Und da gab es an der Fleischvariante 3 Geschichten. Es gab Bratwurst, Hähnchenbrust und Rinderfilet. Ja, gibt's doch nichts auszusetzen. Und ich war positiv überrascht davon, wie viele meiner Mitesser Bratwurst genommen haben, um sich damit den Bauch vollzuschlagen. Und beim Rinderfilet entsprechend mehr für mich blieb. Mhm. Weil, weißt du, so, ich meine, Rinderfilet ist ja was sehr Kostspieliges. Ne? Und wie erklärst du dir das? Die Leute waren, also ich erkläre es, in der Schlange der Anstehenden lag die Bratwurst zuerst. Ja. Und in Unkenntnis, dass als letztes sozusagen die Rinderfilet, die haben vielleicht nur bis zum Hähnchenbrustfilet geguckt,
und haben dann entsprechend. Oh. Das Günstige ist so eher. Ei. Ja, du musst denken an deinen Wurf. Der macht dir sonst die. Das Rinderfilet war köstlich. Oder ich. Sorry, was? Wem lüge ich was vor? Die Rinderfilets waren köstlich. So, wieder Gegner schwach. Das mit dem Spurt ist nicht deins. Ausgangspunkt. Racheschaden, nachdem du verletzt wirst. Let's break some hearts. Ich glaube, das ist gar nicht zu unterschätzen. Schwach, 30% weniger Schaden nehmen, ist ja 30% ja. mehr Energie haben im Prinzip. Das hoffe ich. Let's go, lads. Und auch hier denk an deinen Kristall, ja, den du eben timingmäßig, denk auch daran bitte, wieder werfen kannst jetzt. Ne? Wir haben ja eingestellt, dass du, guck mal, da ist zwei drin und der nächste könnte geworfen werden jetzt. Das ist echt gut. Oh, vergessen, dass ich ausweichen muss. Ja. Schlecht. Ich merke dir den. Denk an den Kristall, wirklich. Wirf den häufig. Ja, der hat ja einen kurzen Cooldown mittlerweile. Dein Spurt verletzt Gegner in einem Bereich, stößt sie weg. Du erhältst eine bunte Mischung. Was ist das? Willst du jetzt eine billige Frikadelle oder hier Meeresfrüchte insgesamt mehr Belohnungen bekommen? Ich möchte mal wissen, ob du, nach 10 Kammern, wie ist das Fazit? Hast du das dann reingeholt? Ich werde nur keine 10 Kammern schaffen. Doch. That's better. Das ist eine schöne bunte Tüte, das gebe ich zu. Aber? Guck mal, das sind auch wieder 4 Schlüssel. Mhm. Dann können wir, kannst du gleich nämlich den Raketenwerfer spielen. Bin ich aber gespannt. Wenn du das willst. Ja, ich denke, man muss ja alles mal ausprobieren, ne? Deswegen, Entschuldigung, Schatz. Ja, der freut sich auch, die freuen sich alle so richtig über Kristalle im Bauch. Die haben nämlich Hunger. Ja. Und ja, die Taste liegt irgendwie nicht geil. Deshalb, glaube ich, drücke ich die so selten. Ja. Schön gewumst, aber auch ein mitgerumst. Ja. That's what she said. Yes. 4 Schlüssel. Also, okay. Raketenwerfer ist safe. Ja, geh zum Shop, super, 240 Münzen. Witzig, damit lässt sich doch eventuell. Die machen es aber auch, glaube ich, immer so, dass du nicht beide geilen Sachen kriegst, ja. oder? Ja. Was war dieser Sack? Da ist ein Fragezeichen, ja. Should come in useful. Oh, das wäre vielleicht jetzt was. Oder tauschte die flinke Attacke das aus, weil du ja nicht zufrieden warst mit der Frequenz. Aber auch Verschwendung, einfach nur den. Aber der schnelle Reflex ist auch geil. Also, wenn du jetzt wirklich Puma-artig noch schneller. Aber nochmal sprinten. Ist würde Obelix aber rennen wie ein Turbo? Nein, würde er nicht. Plus 10 pro Kammer. Das ist so einiges. Wenn du in der nächsten Welt, die du sicherlich erreichen wirst, weil. Ah, jetzt habe ich, siehst du, jetzt habe ich das ersetzt. Siehst du, jetzt ist das Schwächen was, ach so. Weg, oder? Von Artemis? Nee, doch nicht. Ja, ist okay. Ich glaube, da hast du euch. Ja, dieser Skilltree, der ist auch nicht immer ganz einleuchtend. Regards to Hermes. Ist das jetzt schon Mac? Nee. Bist du oh, das ist immer wieder. Was hast du jetzt nochmal gekauft? Den schnelleren Schlag, ne? Nee. Ich hab doch den Schlag. Na, das Ding's, dass ich 10 Geld kriege pro Kammer. Ja, stimmt. Ja, der Kettenblitz, war der jetzt durch den Wurf oder durch deine Spezialattacke? Durch den Wurf. Hier, okay. Das ist der Wurf. Ach, der ist ganz geil. Gerade für diese kleinen Viecher ist der ganz geil. Würde ich, glaube ich, machen. In dieser ätzenden Lava-Welt, wo die dann wieder alle so weit weg sind. Ich muss. Mach das eigentlich extra. Ich sag dir immer das, was du nicht nehmen sollst. Reverse Psychology. Absolut, das funktioniert. Ja, das Problem ist, ich muss erstmal den Standardangriff besser noch machen. Der fühlt sich einfach noch nicht so geil an.
Aber es wird sich noch geiler anfühlen mit diesem Kettenblitz. Jetzt noch auch mal häufiger. Du machst so viel Strecke. Du liebst aber auch den Wurf, habe ich das Gefühl. Ja, ja, aber das ist, du musst da nichts tun. Bleib stehen, alle sterben von alleine. Wunderschön. Ja, naja, so, dann ist er aber auch weg. Du bist genauso faul wie ich. Guck das, hier, das ist doch. Ich würde sagen, ich bin fauler. Nein, aber genauso faul wie ich. Und ich bin ja sehr. Das ist das Gegenteil von faul. Ich kenne nicht mal das Wort. Ich auch nicht. Guck mal, jetzt schon wieder hier. So. Auf plus 3 jetzt. Der Kettenblitz sagt ja, immer noch, der, ne? Kettenblitz ist es. Oh, ist doch schön. Ist doch jetzt wirklich mal schön. Oh, Laden. Mit 124 gehst du in den Laden. Aber der Laden ist nicht gut genug. Delicious. Oh, ist ja fast kriminell, was du hier an Upgrades gerade bekommst. Jetzt kann ich es mir auch mal endlich merken, dass diese Granatäpfel Poweräpfel sind, die einfach nur ein Level abgeben. Ja. Ich habe immer drüber nachgedacht und mich nicht getraut zu fragen. Aber jetzt ist Bossy. Und ich habe nur 48. Und eine Wiederbelebung. Aber du hast super krasse Krassigkeit. Nee. Nicht überhaupt. Hello. Ach, das ist die Olle wieder. Die hat das letzte Mal. Tisiphone. How about no? Ach, die wieder. Ja, die wieder. Denk an deinen Kreis. Ja, so, das wollen wir sehen. Du hast ja noch alle Level ab. Ja, dann auch null Reichweite, ne? Das ist scheiße. Das ist schlecht. Da musst du, glaube ich, echt ein bisschen. Da muss Obelix auch mal sehen, dass er sich zurückzieht. Wo ist sie denn? Ja, kommst du überhaupt nicht ran an die Alte? Ran. Achso. Ja, du machst schon. Wenn du da bist, du schon gut. Oh, was ist das denn? Das ist ja Satans grüne Kreiskotze. Ja, was willst du denn da machen, ey? Totgerotzt. Alter, ist das nervig. So, Kristall, bitteschön. Schnell, Kristall. Er hasse zwei. Hm. Weiß nicht. Ja, guck mal, jetzt holst du dir den Glückszahn und hast nochmal einen Todestropfen. Richtig. Das fühlt sich nicht gut an. Ich verstehe das. Aber der Bild kann ja auch nicht für jede Situation perfekt sein. Ah, jetzt gab es hier schon mal nichts. Jetzt holen wir uns rechts den Zahn. Also würde ich an deiner Stelle, glaube ich, tun. Should help. Mhm. Einkaufen. Just what I need, except. Ach, guck, da kannst du dir die Todesverachtung direkt zurückkaufen für 200. Aber das haben sie auch nur reingeschrieben, weil sie wissen, dass du sie nicht leisten kannst. 50% mehr Schaden, das nehme ich. Für 6 Scharmützel aber nur. Aber kostet auch nur ein 20. Aber ich glaube, den Rest würde ich lassen. Oder? Weil 40 jetzt investieren in so ein 6-Kammer-Upgrade. 6 Kammern ist das halbe Level. Ist die halbe Welt. Und aber es ist auch ein Drittel deiner Geldbörse. Und dann stehst du da wieder, ne? Und wünschst es dir. Hast ja recht. Ja. Next floor. Weil, ganz ehrlich, du hast es halt auch nicht nötig. So ist es ja. Du bist ja nicht der Verzweifelte. Das hat meine Mutter immer gesagt, wenn sie mich mit Drogen erwischt hat. Change of scenery at least. Jedes eine Mal. Das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, wo hast du die denn her? Kann ich auch mal. Hast du mein Fach gefunden? Ja, genau, weich doch aus, du Arschmale. Sehr gut. Och, was? Ja. Ich dachte, das ist sein Kopf, der da wegfliegt. Häng an die Bombe und den Strom. Häng an die Bombe und den Strom. Das ist keine Bombe, aber. Top. Sehr schön ausgewichen und ihm trotzdem mitgegeben. Spezialität benutze ich gar nicht. Welle der Verzweiflung. Indem du verletzt bist, verletzt du Gegner in der Nähe und machst sie schwach. Schwachschadensminderung 10%. Du bist jetzt bei 40, ne? Oder was war das? 40%. Für vier, aber nur für ein paar Sekunden, aber gut. Was war das nochmal? Das weiß ich nicht. Das sollten wir rausfinden. Das war Sisyphus, glaube ich. Das könnte sein. Das war Sisyphus. Aber das war ja nicht schlecht, Sisyphus. Da gab dir doch immer so einen Instant, ne? Mhm. Gut, das 5, 6, 5 mal.
Die nervt mich nicht, diese Kamera. Ja, mit dem Schild vor allen Dingen, ne? Ja. Aber es ist gut, du denkst an den Kristall. Vergiss nicht, dass sie Bomben werfen. Oh, die Bombe, die dann nochmal im Ableben. Ja, das ist so ein Stunny, den musst du wirklich, die musst du. Kristall. Vorsicht! Sehr gut. Sieht ein bisschen aus wie Kid Icarus. Aha. Wie, du musst nur schnell spurten, wenn du Schaden genommen hast. Was hast denn du jetzt beim Auto nachladen? Aber wie viel denn? 30% der Verletzung. Ach da. Aber nur der, die du gerade gekriegt hast. Ja, ja. Also du verlierst 10 und kannst mit dem schnellen Spurt 3, je nachdem wie die Runden. Hey, nein, hier brauchen wir nicht Runden bei diesem Beispiel. Quatsch. Ist doch albern. Schlüssel. Tropfen oder Shoppy. Du hast 200 Penunzen. Das Gefühl, es wird was Geiles für 200 geben jetzt. Du bist halt so positiv. Das letzte Mal warst du ganz anders drauf. Heute bist du, da kamst du aber auch direkt aus einem Meeting. Ja, eben kam ich aus einer Sendung. War aus einer Massage. Das reicht alles. Ey, du kannst dir den Snack. Snack. Ja. Do it. Es geht, es bringt geht nichts. Ja. Und dann den Kompass oder was auch immer das ist. Athene. But he is amenable to certain trades and seems unfettered by your father. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegner um dich herum verletzen? Kannst du? Also dieses Kann stört mich. Ja. 5% weniger Schaden. Ich nehme das hier. Wegen dem Ablenken, weißt du, kann ich hier, ja, zack, kann ich die Sachen zurückschleudern. Klar. Was hältst du davon? Super. Hättest du nicht gemacht. Weiß ich aber nicht. Aber gut jetzt werden. Ja. Kristalle. Oh, was ist denn das? Ah ja, der Schatten des Todes. Kristalle. Sehr gut. Das ist dieses Rückschleuder, ne? Sehr gut. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Ja, Medusa hat. Das sind wahrscheinlich. Alter! Die versteinert dich. Drecks Medusenkacke, ey. Du sollst dich erstmal um den. Aha, so gut. Wunderbar. Kristalle. Falsche Taste. Jetzt verpisst die sich da nach hinten, ey. Komm doch mal her! Kristalle! Kristall! Oh, ist die Scheiße, ey. Ja? Die ist ja super ätzend. Was soll ich dir sagen? Dein Beistand habe ich ja noch nicht. Ja. The dead better hide. Gesperrt 24, hast du irgendwas? Ah ne, du kannst nicht rein. Ah, okay. Tschüss, Chaos. Kann ich nicht rein, ne? Nee, du hast nicht genug Health. Du hast nur 11. Ich habe noch eine Wiederbelebung, also ehrlich gesagt. Das ja, ist das wird jetzt auch super. Wie gesagt, diese Kammer-Health-Abding, das wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Ja, das wollte ich sehen. Das wollte ich doch sehen. Einfach den Kettenblitz, der einfach mal zum Einsatz kommt. Jetzt wieder. Ja, Mann. Sehr gut. Was muss ich drücken für Beistand? RT.
Echt ein Trigger. Ja, dieses Abschiedsgeschenk. Dreck! Kettenblitz! Warte. Ich wollte gerade sagen, den mache ich noch so. Und dann auch dieses schräge sich verpissen. Denk an die Granate. Na schön. Nee. Nee? Kenne ich dich ja gar nicht. Das rechts gibt Geld, das rechts gibt Herz. Was wir nehmen, das erfahren wir. Beziehungsweise ihr. Machen wir ganz klitzekleinsten nee, ihr wisst schon, bis gleich. Moin. Morgen. Sag mal, ich dachte, du hast aufgehört zu rauchen. Ja, ich rauche jetzt Bohnen. Spinnst du? Du rauchst Bohnen? Das macht man nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Abonnieren, abonnieren. Abonnieren, abonnieren. Abonnieren, abonnieren. Abonnieren. Was sagst du? Geld, du hast wenig Leben, du hast wenig Geld, aber Leben hält dich am Leben. Leben dich länger am Geld existieren damit. Hält. Aber guck mal, wie viel Geld kriegt man denn dann da immer so? Du kriegst jede Kammer 10, das kann ich dir sicher sagen. Ja. Aber wenn natürlich, ich sag, das letzte Hemd hat keine Taschen, ne? Gibt's den wirklich den Spruch? Ja, klar. Ja? Ja. Das finde ich ganz gut. Hat ein Freund von mir, der heute sehr erfolgreicher Anwalt ist, standardmäßig immer früher rausgebracht. Andere Leute auf falschen Geiz hinzuweisen. Etwa wenn es darum ging, Freigetränke für alle zu holen oder so. Das könnte auch ein guter Schlager sein. Denk an deinen Beistand, den du jetzt ja, hattest. Den ich gerade daneben geballert habe. Hast du gesehen? Ja, du hast aber schon wieder 2 Kammern Beistand. Also RT-Beistand, ne? Ach ja. Nicht von deinem Kristall. Beistand. Falsche Taste! Oh, richtig hart genommen. Falsche! Scheiß Medusenköpfe. Beistand. Oh. Alter, die sind so mies, weil du dann halt versteinert bist. Und der hatte 3 Kammern. Und dann kriegst Beistand. Du sie halt alle. Beistand. Ja, nochmal. Gib ihnen den Beistand, den sie brauchen. Oh, ätzend, ey. Und er bekam Geld und frug sich viel, aber nicht wenig. Nicht wenig, aber was hast du wenig? Ups, Lebensenergie. Aber bei Charon kannst du vielleicht jetzt für teuer Geld einen Snack kaufen. Aber das ist ja nicht Lebensenergie, das ist ja nur Arbeit. Auf Shop, mit der Chance auf, genau. And we're off. Das ist schon, ich dachte, schon meinst, gut. Manchmal weiß man nicht, ob du sarkastisch meinst oder nicht. Ich meine es meistens nicht sarkastisch. Das ist sarkastisch gewesen, was du gerade gesagt hast. Guck mal. Ah. Jetzt kauft ihr das bitte, kauft ihr das. Welches? Das. Das? Ja. Also musst du wissen. Ach, hast schon gemacht. Ja gut. Nicht gemacht. Hä, du hast doch gesagt. Nein, ja, Rott, was ist du? Jetzt trollst du mich aber hier. Nein. Nee, das ist alles richtig gemacht. Not. Care to provide me any insight as to just what sort of hideous monstrosity awaits me over on the next infernal island, Charon, mate? Darf ich dich kurz daran erinnern, dass du jetzt einen Bosskampf vor dir hast? Hm? Das ist ein Bosskampf vor dir, ne? Na doch, mit 52 Held oder was? Nein, 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 mit 48. Hast du noch deine Wiedererweckung? Ja, ne? Nee. Ach, die ist gerade weggegangen, ne? So im Nebensatz. Oh, der! Ja, aber du hast die Kristalle. Ja, kein Problem. Und? Schön. Du machst schon ordentlich Schaden, das muss ich sagen. Ja. Okay, sie schreit nach ihren Freundinnen. Da! Oh! Sehr gut. Beistand? Wurf? Wunderschön.
Okay. Hat sich von Anfang bis Ende nicht geil angefühlt. Hat sich gut angefühlt. Hast du das, ja. Was war denn in der Analyse das, was? Ja, für mich zu langsam und zu sehr. Du musst stehen bleiben, hauen und gehen. Ich möchte einfach die ganze Zeit rumwirbeln und machen. Das war mir zu. Weiß ich nicht. Also, du hast ein Geschenk, das du ausgeben kannst. Mhm. Du kannst 4 Schlüssel kaufen, die neue Waffe. Also, du hast einige Möglichkeiten. Jetzt. Okay. Achilles, have you ever run across the shade of Daedalus in all your time? I found some of his legendary hands. Aber immerhin, das war gut. Bis zum zweiten Boss mit dem Bild, den man nicht mag. Das ist mir schon lange nicht mehr. Mein Vater keeps him fully occupied with building out his underworld and renovating constantly. Bei Giga bin ich immer nur bis zum ersten Boss gekommen. I take it you've been able to make use of them. Indeed I have. So, wir müssen mal überlegen, wem wir Geld geben. Vielleicht mal dem Baumeister. Since we're more candid lately in regard to matters of my birthright here and all, did you and mother, how to put this, any brothers or sisters I should know about? No, I told you never to invoke her here. Be thankful that you have no blasted kin. You've such weak blood and such a temperament. Why then would you think I'd risk another such as you? Boah, ist das böse, sowas zu sagen, ey. Sure, that's fair enough. It's just not all such things occur as planned, as I am told. From tales of your brothers and so forth. They'll blast my brothers and blast you as well. All those who know me know I have no heir. Ich finde ganz interessant, Hades ist ja jetzt keiner, der hier die Weltherrschaft an sich reißt oder irgendwelche Unschuldigen umbringt, aber man hasst ihn eigentlich noch mehr als andere Obermotze, einfach aufgrund seiner Persönlichkeit. Ja, aufgrund seiner Das ist eigentlich ganz cool. I made it all the way to Asphodel last time. I fully understand how come you never liked it there. Now to check on. Einmal noch streiche. The underworld prince's optimism. His old companion Cerberus, the multi-headed hound, maintains a somewhat sulky attitude for now. You don't like it when I pet your other heads, huh? No. Wem willst du das Geschenk geben? Das ist eine gute Frage. Wir gucken mal, von wem wir. Also natürlich auch im Level einem der Leute. Ja. Oder mal den Baumeister. Das dachte ich mir gerade, weil der kann. Aber ich glaube, wenn du im Level die Upgrade-Leute, denen das gibst, das sind dann die, wo du dann quasi freischaltest. Ja, nee, dass du, genau, dass du dann steuern kannst, dass du die dann auch bekommst. Ich guck mal einmal, weil Orpheus haben wir schon noch keinen. Noch nicht. Kannst du machen. Orpheus kannst du mal machen. Dann singt er vielleicht endlich. Oh, hello, Zagreus. I was just wondering if you had ever heard of any other court musicians who had lost the will to sing? Your father's asked me to explain myself and honestly, it has been rather difficult. If it's any consolation, mate, I'm certain every single undead court musician serving in the throne room of the God of the Dead has been through everything you're going through. Ich schenke mal, ne? Ja, kann ja nicht schaden. Hey, mate, here. I got this from my favorite court musician. Oh my, but you can't simply be this kind to me without retaliation on my part, my friend. You're too kind, mate. Eine Dose? Schön. Gut. Ah, was? Unten. Ja. I have to ask you something. Are you certain that my search is? Your mother yet lives. There can be no other explanation. For if she did not, she would be with us here. I think I turned out okay. So, jetzt kaufst du 4 Schlüssel. What's new? Könnte man auch, aber ist Quatsch. Just what I was looking for. Ja. Den anderen lassen wir mal. Ah ne, einen brauchen wir noch. Hast ja recht. Too good to pass up. So, da. Das ist die letzte Waffe. 132 Tropfen haben wir aber auch noch. Oh ja. Ich nenne sie Tropfen, obwohl sie eigentlich aus Kristall. So, wo investieren wir denn jetzt am schönsten? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist nicht so der Brenner. Ich tausche nochmal um. Das finde ich immer noch besser. Also diese 3 pro Kammer, ja, ist immer so ein bisschen, ist wie so. Ja. Das finde ich blöder. Du hast das eben gar nicht aktiv, Minglever. Das andere hatte ich aktiv. Genau, aber nicht dieses unverletzte Gegner. Mhm.
Deswegen werde ich das jetzt mal einmal hochballern. Dann sind wir schon bei 15. Wo steht denn das in total? Also ich bin jetzt bei 15. Okay. Komm, ich mach noch mal. Das ist doch gut. Das ist doch geil. Wir können es vor allem. Also es ist doch, wir lesen das doch richtig. Angriff und Spezialität. 30% Bonusschaden. Der erste Angriff sozusagen. Ja, genau. Dann gehe ich hier nochmal. Das ist auch gerade mit dem Raketenwerfer übrigens richtig geil. Das ist aber so, der launcht so eine richtig schwere Rakete am Anfang. Und das ist auf jeden Fall, macht Flächenschaden. Das heißt, 75%, das ist, glaube ich, ein guter. Ja. Ja, mach das. Das ist gut, weil es auch so billig war gerade. Gut. Okay. Im Rest bleibe ich jetzt einfach mal. Ich bin immer bereit, für billige Sachen viel Geld zu zahlen. Right on schedule. Ja, ich rede gleich mit dir. Aber jetzt wollen wir. Oh Gott, das ist doch ein Tier. Los. Let's try it. Oh Gott, das ist cool. Annihilate all who oppose me. Oh! Mach mal die Sonde. Das ist das ist das Ding, was du haben willst. Und. Ah, nee, ich hasse Nachladen mit. Dann lädt ja auch automatisch nach. Ich glaube, du kannst schneller nachladen, wenn da unten so ein Ding oder wenn es irgendwie. Ja. Kann man es nicht schneller machen oder ist ein anderes Spiel? Auf jeden Fall, du willst diese zweite Attacke, diese von oben Rakete ist halt der Hammer, weil die den riesen Area of Effect hat. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen. Also, wenn ich leer schieße, macht er das automatisch und händisch kann ich das halt jetzt. Ja. Okay, dann ist das, glaube ich, nur. Für das nächste Geschütz, dass du dann. I'm alive! Ja, guck mal. Ah, das ist ja geil. Mal gedrückt halten. Mhm. Oh, das ist geil. Den Speedrun, den ich dir geschickt habe, hat der Typ auch mit dem Teil gemacht. Weil du kannst das später so modifizieren, dass dann drei Raketen zum Beispiel fliegen. Und dann hast du halt dreimal Erstschlag. Warte mal! Was? Erstmal da noch das neue Geschenk angucken. Oh, stimmt. Da war ja noch. A new addition to the old collection. Oh! Perfekt. Das ist natürlich jetzt, genau jetzt, richtig gut. Geil. Schön hochlevel. Höher spannend. Die Frage, was Ferne für die bedeutet, war wahrscheinlich alles, was nicht Nahkampf ist. Tschüss mit. Also das händische Nachladen darf man manchmal nicht vergessen. Gerade wenn man so mit einem Schuss in der Kammer. Auf diesen Run, meine Damen und Herren, bin ich wirklich sehr gespannt. Das wird der Colin Run. Das merke ich direkt. Ah, man kann stehen bleiben und gedrückt halten, dann macht er den. Okay. So. Immer noch Pfeilhilfe. You with extra griff, the rail of adamant. Seems much too noisy complicated as a hunting weapon. Ah, komm. Spezialität ist, was du willst, ne? Ja. 20% Schaden. Ja, machen wir. Wurf ist ja alles schön, aber ich habe jetzt ein Geschütz. Nee, du willst brauchen. Dieses. Du willst die Spezialität. Ja, pass mal. Soll auf jeden Fall geil haben. Zack. Aha. Guck. Ach, da lebt ja noch jemand. Oder was? Talk someplace else. Bin zu faul. Hätte ich selber Lust jetzt mit. Verstehe ich. Erstmal baller ich jetzt ein bisschen weg, pass auf. Oh, stark. Das ist so eine richtige Colin-Waffe. Meinst du, weil man so ein bisschen gemütlich stehen bleiben kann? Ja, so übersichtlich. Ah, aber im Nachladen ist natürlich gefährlich. Also der, wie immer, ne, der richtige Moment zum Nachladen. Wenn du das automatisch machst, macht, was er ja tut, dann das ist natürlich genau dann, wenn der Boss auf dich zukommt. Also muss man auch ein bisschen, das ist schon nachteilig. Na ja, also, oh, wenn ich jetzt noch geschotze. Ist halt geschotze? Ja, dumm. Oh, Alter. Muss direkt, wenn die spawnen, schon die Rakete auf die zünden. Ja. Ja, jetzt auf die Kreise musst du dann schon, dann kommen die her und dann sind die direkt weg. Kann die gar nichts machen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, auf diesen ersten Treffer war unverletzt. Der Nices. Der Traubenkönig. Mhm. Ich glaube, das wärst du. Der Gott des Weines? Mhm. Kann sein. Weil immer so viel Wein. Oh, Gift ist auch schön. Boah, ist auch gut. Ich krieg jetzt ein Geschenk.
Aber das ist doch roh Nektar, aber man kriegt doch kaum Nektar. Ja, ich krieg jetzt einmal 20 und ein Geschenk. Das ist jetzt schon doppelt gewonnen. Aber Gift in der Attacke finde ich halt auch sehr attraktiv. Ja, mach das. Und da kommt nämlich jetzt das. Da wäre das zweite Geschenk. Ach komm, ein Geschenk. Ich will mal wissen, ob die das geändert hätten. Wahrscheinlich, ne? Du nutzt mir viel zu wenig die Supergranate. Ich war ja heute schon beim Augenlaser. Ach was. Das sieht gleich straffer aus. Was hast du gemacht? Ja, ich hab doch ein Glaukom. Was ist das? Grüner Star. Okay. Ach, jetzt nimmst du nicht Poseidon? Nee, ich will jetzt ein bisschen Lebensender geben. Gut. Ja, grüner Star ist erhöhter Augeninnendruck und Altersblindheit. Also es macht halt langsam dein Auge kaputt, sozusagen, von innen. Okay. Aber das kannst du, indem du es frühzeitig... Wenn es erkannt wird, kannst du es behandeln lassen, ja. Okay. Und musst halt, je nachdem, musst halt den Augeninnendruck immer auf einem gewissen niedrigen Niveau halten. Bei manchen geht das über Tabletten oder über Tropfen. Und bei mir geht's über Lasern. Ja, das ist nämlich das Geile an dieser Waffe. Ja. Er muss halt auch treffen, ne? Ist schön. Die ist so stark. Aber jetzt sag mir mal, das ist ja meine größte Angst irgendwie so, Augenlasern. Dieses Gefühl, dass du da... Das ist ja nicht, weh? Das ist ja nicht das Lasern, mit dem du... nicht das Schaben. Da, genau, das ist ja nicht das, wo so eine Linie weggedingst wird, sondern das tut überhaupt nicht weh. Du kriegst so Tropfen ins Auge, dann ist das Auge eh schon mal betäubt. Und dann macht er da so, gehst du an so eine Maschine und dann ist das im Prinzip wie so ein Licht. Und dann kriegst du immer so Licht, guckst dann einfach geradeaus und dann macht das so 30 Mal klick, 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 klick. Must be the fountain chamber I commissioned back at home. Und ist ein bisschen unangenehm, weil der halt so ein Prisma an dein Auge presst, aber durch den Betäubungstropfen spürst du das auch im Prinzip nicht. Mhm. Ist halt unangenehm, aber es ist nicht schmerzhaft und dauert ungefähr 5 bis 10 Minuten, dann ist das Thema erledigt. Es ist halt, natürlich würde ich, also, jetzt nichts, was ich als Hobby machen würde. Ja. Aber, Power up, oder? Geile. Das ist Athen, das ist der Typ des Krieges, der macht halt dich geil. Das ist der Typ des Krieges, der macht halt dich geil. Ist er auch Pilot? Ja, musst du wissen, es ist schwierig, das ist zu entscheiden. Das andere gradet irgendwas ab, was du schon hast. Gift, ja, vielleicht noch mehr Gift in den Bäumen. Aber komm, wir gehen mal zum Typ des Krieges, der ist geil. Der macht mich geil, Entschuldigung. Ich lasse mir lieber alle halbe Jahr mal im Auge rumpopeln, als irgendwann mal blind zu sein. Insofern, guck mal, wie geil easy das mit dem geht. Ist jetzt nur noch ausweichen. Er ist schon fast tot. Guck, pam. Darfst du nicht vergessen. Deinen Wurf hast du ja auch noch, ne? Wenn du halt treffen würdest, das würde halt super helfen, weil er... Ich sag's dir. Verliert ja nur Energie, wenn du ihn triffst. Warum? Ja, der. Ach. Einmal kurz drücken, dann sucht er das doch automatisch aus. Das ja, aber der sucht sich das andere gerne mal. Wenn das sind ja viele Ziele, weißt du? Das hier, das. Ja. So. Lord Ares. Ja, gut, aber komm, es war okay, der Kampf. Dafür, dass es. Dafür, dass du 6-mal nicht getroffen hast, war das echt. Der bin ich. Ja, fühlst du dich mit dem connected? Ja, der ist cool aus. Dein wartet, dein Wurf schleudert einen Klingensog nach vorne. Ja. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegner in der Nähe Verderbnis. Einen kurzen Augenblick erleidet das Opfer einen explosionsartigen Schaden. Dein Angriff, deine Spezialität und dein Wurf. 13%. Und hier ist ein Chaos-Tor. Das nehmen wir doch mit. Ja. Weil ich bin... Doch, machen wir. Ja, ja. Jetzt muss ich mir was Gutes anbieten. So. Oh, haben wir Chaos schon ein Geschenk gegeben eigentlich? Ich glaube nicht, nee. Guck mal kurz. Der müsste jetzt ja wahrscheinlich. Was Geiles bestimmt. Ist aber. Ich weiß gar nicht, wo, unter was Chaos wird. Andere wichtige Figuren vielleicht. Ganz unten. Da ist er.
Dem haben wir noch nichts gegeben. Er kriegt doch bestimmt was Geiles, oder? Weil man ihn so selten ja auch nur trifft. Deine Chance, ihm jetzt was zu schenken. Ich schenke ihm erst was. Schenke ihm. Master Chaos. Everyone makes offerings to my relatives upon Olympus. I wish to make an offering to you. Jetzt pass auf. Thank you for. Oder er sagt, du schleimst dich ein, ich bring dich um. Ja, ich wusste es. Siehst du, er schenkt dir trotzdem was. Ja. Das ist okay, er lectures ein mich. Komisches Ei. Oder auch ein kosmisches. Wie heißt dieses wertvolle Ei? Überraschungsei? Nee. Das Ei aus Oktopus? Nein. Das eine, wie heißt, es gibt doch so ein Fabergé-Ei. Fabergé-Ei. So, also. Danach Spurtangriff? Nee, danach fügst du. Ja, aber der. Plus 35 auf unverletzte Gegner. Das ist vielleicht. Oder die Spezialität. 59. Nee, dann nee, die Spezialität. Ich mach die jetzt weg mit. Aber wieso denn 59% jedes Mal, wenn die Bombe kommt? Ist doch besser als 35% nur beim ersten Mal. Das stimmt. Ich hoffe, die nächsten drei Scharmützel sind, aber ist doch kein Boss inkludiert. Na komm, machen wir. Du hast recht. Boah, gut, 42 weniger, ich hab's doch. Ja, du hast ja noch eine Wiederbelebung. Ja. Oh Gott, oh Gott. Du musst halt jetzt nur die Typen einfach wegklatschen. Du musst die halt auf die Spawn-Kreise machen, so wie ich es dir halt jetzt aber auch schon 12-mal gesagt habe. Weil dann können sie nicht ausweichen und kommen direkt in die Explosion zur Welt. Das ist so geil einfach, diese Rakete ist ein fucking Cheat, ist das eigentlich. Bam! Guck dir das an. Ich versuche jetzt mal, pass auf. Einfach nur geil. Bam! Ich mache es wirklich mal mehr mit der. Die Frequenz ist doch recht gut. Ja, du brauchst keinen anderen Knopf mehr. Ah, okay. Ich weiß, du hörst nicht gerne auf andere Menschen, aber manchmal sagen die trotzdem sinnvolle Sachen. Eigentlich höre ich sehr häufig auf andere Menschen. Nein. Das kann ich nicht bestätigen. Ja, das du vielleicht nicht. Nee. Das, Oh, das gefällt. Guck mal hier. Einfach nur. Oh, hinterher. Das ist ja auch eine Vertrauensfrage. Du vertraust dir halt am meisten. Ja. Dabei hast du dich schon selber so oft enttäuscht. Und ich habe dich noch nie enttäuscht. Ja. Was? Ja, enttäuscht ist halt ein großes Wort, ne? Eben. Aber diese Kombination aus ein bisschen einfach mal ab und zu eine Bombe werfen, dann wieder abhauen, da ein bisschen zündeln, dann wieder weggehen. Das ist wie Putin. Ja. Eigentlich. Guck mal, wie easy. Guck mal, wie erfolgreich. Das ist sensationell. Wenn man sich wirklich nur noch aufs Ausweichen. Oh. Kraftvoller. Oder alles. Nein. Nee, 4% ist schon gut. 16% mehr Ballerei und noch 20% Chance, kritischen Schaden zu machen. Ja. Komm. Das ist eine Massenvernichtungswaffe, die du da jetzt hast. Ja. Das ist eigentlich schon ein bisschen unfair, ne? Ja. So, vor allem ist doch gleich auch mal letztes Scharmützel, glaube ich, ne, unter dieser räudigen. Das ist, du kannst sie so aus voller Distanz und Homing fast schon. Wie das an, das ist echt imbar. 357, da war schon der kritische Schaden deshalb. Und du hast noch dein Vergiftungsding, wenn mal was an dich nah rankommt oder so. Bam, patz, direkt weg. Plus Schild. Ich liebe diesen Bild. Ja, der ist gut. Was ist dieses Kackbällchen? So. Und das kannst du noch krasser machen. Ach, da ist der Basenboy. Das geht noch krasser. Du kannst später drei Raketen hintern oder schnellere, sodass du tak, tak, tak machst und so. Das wird noch krasser, ich sag's dir. Du bist noch an der Oberfläche. Ja. Aber ist gut. Ey, was soll ich dir sagen? So, raus aus Chaos, negativ Dingsung. War das jetzt die Chaos, ja. Das Gute ist, jetzt kann ich mich bei Mac ja theoretisch sehr darauf konzentrieren, abzuhauen. Und die kommt ja gleich. Soll ich jetzt erstmal lieber auf Power noch gehen? Weil und die Kohle noch ein bisschen sparen. Mhm. Ich habe das Gefühl, da kommt richtig geiler Scheiß. Naja, es gibt keinen Grund, die Kohle rennt uns nicht weg. Genau. Man kann einmal gucken, ob es hier vielleicht irgendwas gibt. Naja, drei Kammern Belohnung.
Ja. Das ist quasi ein Schlüssel, den du kaufst für 30. Aber ein guter Preis. Würde ich fast überlegen, weil 30 ist jetzt... Oh, aber das ist ja da genau das, was du nehmen mir für 30. Fehlt. Nimm das da unten. Das sind nur 6 Scharmützel. Ja, aber 50 aber unverletzt. Schaden. Beim Boss ist das einmal. Beim Boss ist es einmal Atombombe, aber bei allen anderen Gegnern... Ja, aber ganz ehrlich, ich mach doch schon... Das kostet nur 30. Ich hab das Gefühl, das ist nicht gut. Na gut, ich mach's. Wegen dir. Dumm, dass ich mich da reinquatsche. Nee. Hätte ich doch auf Google Navigation gehört. So, und jetzt gehe ich auf Power. Ja. Power. I've got power. Power. Oh, ist das schön. Das ist ein Traum. Das. Oh Mann, hat die keinen Bock jetzt auf dich. Gott, hör auf. Weil jetzt, wenn ich jetzt wirklich nur viel mit Bombe machen. Scheiß auf das Maschinengewehr. Einfach Bombe nur. Ausweichen und Bombe. Ja. Bombe. Can't imagine why not. Der hat keine Chance. Bombe. Muss halt auch treffen, ne? Jetzt, wo wirst du denn zuerst den Wurf und machst sie dadurch... Ich hab sie doch getroffen. Ja, aber dann ist sie nicht mehr unverwundbar und der ganze Bonus ist weg, den wir gerade gekauft haben. Ja, da hast du recht. Ja, ich weiß. Ja, das war... Nachladen im Laufen. Mach das. Ist jetzt ich hab sie doch getroffen. Ja, du hast recht. Komm rein. Ich sag noch, nur Bombe. Und das erste, was er macht, ist Wurf. Das ist typisch einfach. Ja, da hab ich. Als Kind warst du auch schon so ein Rebell, wo die Eltern gesagt haben: Nein, Licht aus, aber dann noch heimlich mit der Taschenlampe unterm Bett. Einfach nicht, weil du wirklich noch was gucken wolltest, sondern einfach, weil es das Gegenteil war, was die Eltern gesagt haben. So ein kleiner Rebell, deshalb hast du auch eine Rockband gegründet. Einfach nur, um deine Eltern zu provozieren. Nicht, weil du die Musik selber feierst. Das glaube ich nicht bis heute. Das ist wirklich in einer Zeit groß. Ach, das ist die schon, ne? Die rennen immer. Ja, dann lass dich doch mal treffen, du alle Kack-Mistwurst. Da. Das dauert jetzt ein bisschen länger, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Ne? Ja, keine Zeitprobleme hier. Ja, sehr schön. Jedes Mal 160. Pam. Jedes Mal ein kleiner Chunk. Pam. Und du hast keine nervigen Gegner, weil die alle geplättet sind. Ja, man muss sich natürlich dann treffen, wenn sie, das weiß genau das, was ich nicht wollte, ne? Also. Du kannst ja ein bisschen Giftschaden noch reinbolzen. Das ist einfach super, das Bild, ey. Einfach super. So macht das nämlich Spaß. 706 habe ich gesehen. Ein Treffer und alle sind weg. Ich sehe das sehr gut. Wir müssen ein bisschen genießen gerade. Ja, genieß es ruhig. Kannst ein bisschen trainieren, zielen. Oh, komm, wieder angerannt, komm. Ah, es macht. Sie macht das. Oh, ja, dumm. Sie macht das. Ja. Ja. Und jetzt ist sie auch noch vergiftet. Verliert die ganze Zeit. Da oben siehst du es. Die ganze Zeit. Pam. Okay. Oh, weißt du, jetzt kommt Lava. Lava, wenig bewegen, durch. Yes. Und Geld hast du ohne Ende. Gefällt mir. Ha, schön. Sehr schön. Du hast richtig Geld noch. Ja. Und noch beide Wiederbelebungs... Ich glaube, das wird der Run der Runs. Okay, no pressure. Ich habe noch nie die zweite Welt geschafft, wie du weißt. Warte mal, jetzt mal kurz überlegen. Erstmal die Energie. Erstmal gehen wir hier ein bisschen... Gucken, was es da zu kaufen gibt. So. Lohnt es sich jetzt irgendwas? Das ist schon gut. Der sollte man lieber hochjagen ein bisschen, oder? Was hast du denn? Warte mal, was hast du von Chaos? War das Ei? Oh. Segen von Chaos mit einer Chance? Ah, ja, gut, aber das ist nicht schlecht, ne? Oh. Wenn man auf Chaos spekuliert, also diese... Ist sicherlich wichtig später irgendwie, aber... Ich bleibe aber jetzt hier nochmal bei der fernen Erinnerung. Weil, wenn wir das mal auf noch höher kriegen, dann ist das, glaube ich, noch geiler, ne? So. Gucken. Könnte, aber es ist kein Boss dabei, die nächsten 6 Kammern. Das ist die Frage. Meinst du? Sozialität 40% mehr Schaden. Locker. Ich brauch's ja nicht. Weil ich einfach so viel. Aber die wissen schon, warum sie mir keine Lebensenergie die ganze Zeit anbieten, ne? Weil du sie nicht brauchst. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, das Spiel weiß immer schon so ein bisschen, was sinnvoll ist. So leichte. Ja, oder auch ein bisschen schwer. Aber das ist eine schöne Waffe. Vor allem wirklich dieses sich dran gewöhnen an die, wie soll ich sagen, an die Y-Attacke, also an die Spezialität. Mhm. Das, ich bin eigentlich so ein MG-Typ, aber. Direkt auf die Spawn-Punkte oder da, ja, zack. Guck, 260 mit dem Erstschlag. Und der ist vergiftet, brauchst du gar nicht mehr, der ist vergiftet dann. Achtung! Ah, nichts passiert. Ah, das ist natürlich mit dem Vergiften. Das Gift macht schön. Nicht wenig scharf. Das macht im Sekundentakt nämlich 20 Schaden oder 16. Schon ganz nice ist. Oh. Ja, der ist weg. Und weg. Ja. Stark weg, weg. Ah ja. Ich glaube, wobei, wenn die Toten. Ja, der schmiss uns das Item zu. Ich habe aber auch gerade gedacht, was verneigt er sich vor der Granate? Ich glaube, die machen keinen Schaden mehr, wenn die tot sind, aber ich weiß nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht irgendwas wegmachen. Mhm. Spurt fügt Schaden zu und kann ablenken. Ich möchte diese Schicksalswahl. Ja gut, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Diese Belohnung, die du irgendwann kriegst. Versteh heiliger Schild nicht. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegner um dich herum verletzen und kurze Zeit ablenken. Was heißt denn das, du kannst Gegner verletzen? Tja, ist eine gute Frage. Ich bin fast gewillt, 5% weniger Schaden zu nehmen. Auch wenn das so billig klingt. Aber nachher ist das wieder der... Oder halt... Spurten. Auch wenn ich wenig spurte. Mach das. Also ein bisschen Schaden, den man noch mitnehmen kann. Ist gut. Vor allem, der reflektiert dann. Spurte mal. Macht der da nicht so einen Kreis oder sowas? Warte, ich spurte da. Ja. Ja, damit kannst du jetzt quasi gegen Projektile spurten. Ah. Und dann fliegen die halt zurück. Das ist Sisyphos. Und weißt du was? Wir haben jetzt einen guten Endpunkt erreicht. Das ist gemein. Ihr müsst vielleicht noch ein bisschen warten. Aber es ist unbarmherzig. Die Folge geht jetzt zu Ende. Was? Ja. Es ist leider so. Aber ein Grund mehr, das nächste Mal einzuschalten, wenn es wieder heißt Hades. Schades. Ja. Bis zum nächsten Mal.